Meine Damen und Herren, liebe Fußballfreunde, wir begrüßen beide Mannschaften von Werder Bremen und FC Bayern München. Und natürlich das Schiedsrichterteam und die Einlaufkinder von Werder Bremen, 2. F und TSV Bastion auch 2. F. Aber jetzt wieder auf der Unterung Werder Bremen U23 und der 21 Sebastian Mühle. Und der 4 Kevin Frech. Und der 6 Kevin Frisch. Und der Nummer 8 Henning Kriegheim. Und der 40 unser Kapitän Sandro Stahlbaum. Und der 20 Stefan Rollenburg. Und der 27 Dietlas Andersen. Und der 36 Lennart Kiel. Mit der 37 Leon Ballard-Mühlen, mit der 43 Pascal Testo und mit der 48 Florian Nagel. Auf dem Markt zunächst mit der 22 und der 2. Torwart Tobias Luffler, auf dem Feld mit der Nummer 2 Bert Gerlich, mit der 16 Janis Becker, mit der 24 Tim Kiele, die 52 Clemens Schottmauer, die 54 Dieter Fünften, und mit der 45 Eskan Wiedeli. Unser Trainer Thomas Wolter und sein Zutrainer Frank Bender. Eine Stunde vorbei, Eckball für die extrem ersatzgeschwächten Bremer. Stallbaums Nachschuss abgewehrt, aber die Norddeutschen mit mehr Biss. Florian Nagel auf Lennart T, 1:0 für Werder. Lennart T, am Mittwoch noch in der Champions League in Tottenham eingewechselt und nur 2 Tage später gegen Bayerns 2. erfolgreich. Die Münchner Abwehr in der Zuschauerrolle. Und Trainer Gerland entsprechend bedient. Nur wenige Augenblicke später. Die Bayern nach wie vor mit lausigem Zweikampfverhalten. Grineisen. Testrot, 2:0 Werder. Innerhalb von nur 58 Sekunden gelangen den Bremern 2 Tore. Unglaublich. Wie soll ich da eine Erklärung für haben? Ich habe sowieso keine Erklärung, wie solch ein Tor passieren kann. Ich habe früher auch Verteidiger gespielt. Also ich habe keinen laufen lassen, ne? Sondern ich bin hinterhergelaufen und habe meinen Zweikampf gewonnen oder versucht zu gewinnen. Und der andere muss auch hinterherlaufen. Wir waren ja zu zweit. Und einfach einen Ball in den Rücken der Abwehr gespielt und keiner läuft hinterher und der Torwart kommt raus. Kurz danach musste Christoph Knassmüllner raus. Nicolas Sansone kam. Knassmüllners Abgang grußlos. Teamgeist, Fehlanzeige. Die Schlussphase. Wieder Sansone als Vorbereiter. Und wieder vergeben. Diesmal vom eingewechselten Hajdarovic. 0:2 am Ende. Der Trainer stinksauer. Aber wenn ich von einem Meter den Ball nicht über die Linie drücken kann und dann passiert 2 Leute hintereinander, dann brauchen wir mich nicht zu wundern, wenn wir kein Tor schießen. Und jetzt? Gibt es da Konsequenzen? Ja, wir müssen weiter üben. Was soll es für Konsequenzen geben? Ich habe keinen anderen Spieler. Hermann Gerland mit Galgenhumor. Keine Tore, keine Punkte, kaum Alternativen. Am liebsten hätte er wohl seinen Co-Trainer Gerd Müller eingewechselt, der gestern in Bremen der mit Abstand gefragteste Münchner war.